So, hallo Leute, hier ist der Jake. Heute zeige ich euch wieder mal ein Messer. Und zwar von der Firma Buck Knives aus den USA. Und hier seht ihr nämlich ein Messer der Limited Edition. Buck Knives, eine der führenden Messerfirmen in den USA, stellen immer wieder von so einer Custom-Abteilung besondere Messer her. Das sind Limited Editions, meistens 1000 oder 500 Stück von einem besonderen Messer. Dann kriegt man auch so ein Zertifikat über die Echtheit. Was ist das hier? Nennt sich Certificate of Authenticity. Und zwar geht es hier um das Modell 103 LE Chip Flint Skinner. So, jetzt packe ich den mal aus. Das ist er. Ich würde hoffen, ihr könnt es erkennen. Die Scheide. Ihr seht dann die 103. Das ist kein großes Messer. Die Scheide ist klasse. Schönes Leder. In so einem Naturbraun. Okay. Jetzt könnt ihr den Griff erkennen. Normalerweise hat Buck immer schwarze Kunststoffgriffe. Hier könnt ihr erkennen, das ist kein Kunststoff, sondern ein Hornmaterial, Wasserbüffelhorn. Auf Englisch heißt das Water Buffalo Horn Handles. Und da drin eingefasst ist noch ein Knochen, ein Rinderknochen oder Büffelknochen, der da schön eingefasst wurde. Jetzt kommen wir zur Klinge. Und darum heißt dieses Messer Chip Flint Skinner. Skinnerform ist klar. Könnt ihr ja erkennen. Und das Besondere ist eben dieses Herausholen dieses Rückens. Nennt sich Chip Flint. Hier kannst du erkennen, von der Firma Buck, USA Custom. So, liegt klasse in der Hand. Ist recht leicht, sehr scharf. Ist also fabrikneu. Eines von 1000, die nur hergestellt wurden. Wirklich ein sehr, sehr schönes Teil. Jetzt mal zu den reinen Daten. Der Chip Flint Skinner ist also knapp 21 cm lang. Die Klinge ist gut 10 cm lang und das ganze Messer wiegt, mal schauen, 114 Gramm. Ach, hier nochmal zum Erkennen, da steht auch auf der Klinge eingraviert die Nummer 270 von 1000 oder 0270 von 1000. Kann man es erkennen? Ich würde sagen. Okay, jetzt noch ein paar Bilder. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Jake.